Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Subsistence. Ja, letzte Folge ist super abschließend gelaufen mit dem Bären. Ja, ich konnte nochmal hinschwimmen, habe meinen Loot wiederbekommen, zum Glück. Alles gut gelaufen. Nichtsdestotrotz ist Sterben ja trotzdem scheiße, weil es ja an der Maximalausdauer und Gesundheit zieht, ne? So, die Bäume lassen wir. Wir gehen jetzt noch schnell eine Loot-Runde machen. Dann wird nämlich auch bald die Nacht einbrechen. In der Nacht bauen wir wieder. Ich bereite hier schon mal Bretter vor. Hab auch schon ein paar gemacht. Aber kann man ja nie genug haben, ne? So, Leute. Hier, Fiber. Nägel haben wir ja zum Glück genug. Noch. Ich hack hier trotzdem immer mal ein bisschen Holz. Schadet nicht. Hauptsächlich bin ich aber heiß auf Kisten, Leute. Das Wetter ist eine Zumutung heute hier. Eine Zumutung, sag ich euch. Kommen wir hier ran? Irgendwie. Ja, wunderbar. Hätte ich ja auch schon mal viel, viel eher drauf kommen können mit dieser Spitzhacke, weil diese Materialien brauchen wir ja. Jetzt hat schon auch einen Schreck gekriegt, selbstverständlich auch. Hier könnte auch mal ein Gegengift drin sein. So, Status ist völlig okay, seht ihr hier unten, ne? Dadurch, dass wir gestorben sind, ich habe dann nochmal gegessen und getrunken. Oh, da vorne ist der Hunter. Oder, nee, das ist ein Antor, ne? Jetzt müssen wir hier ein bisschen drauf achten. Da brennt das Feuer. Ich nehme den Baum hier mit. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Wenn es knallt und schießt, müssen wir schnell weg. So. Haben wir. Und nicht wie weg. Ich will nicht, dass der mir in den Po schießt. Das wäre kontraproduktiv heute. So, ich habe schon wieder das Gefühl, dass Kisten sehr rar sind. Aber nun gut. Wir nehmen noch den Baum mit hier. Wenn der Bär das zulässt. Ja, er kommt langsam hier in unsere Nähe. Aber den schaffen wir. Okay, haben wir. Nicht wie weg. Wenn das so komisch donnert, klingt das manchmal wie, als würde ein Wolf bellen. Das macht mich sehr nervös. Nervous. Okay, wir könnten eigentlich auch ein bisschen Tauwerk herstellen. Weil Fiber finden wir ja hier genügend. So, wie macht man das jetzt hier? Wir brauchen Kisten, Leute. Dieses Spiel gönnt mir heute keine Kisten. Warum? Doch, hier vorne. Sehr gut, war auch wieder ein Seil dabei und dieser komische Biokraftstoff, den brauchen wir ja wahrscheinlich bald für den Generator. Oh, da vorne ist wieder ein Bär. Oh, los, Leute, jetzt seid mal nicht so geizig hier mit den Kisten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Damit. So, jetzt müssen wir aufpassen. Hier vorne ist nämlich der andere. Ah, seht ihr das? Wir müssen nur aufpassen. Der will nämlich nicht, dass wir in der Nähe seines Hauses rumrennen. Mich würde auch mal interessieren, ob der Wolf denn auch den Hunter angreifen würde. Theoretisch. So, das nehmen wir mit. Nicht zu nah und immer schön gucken. Der könnte hier überall rumstiefeln und sich selber irgendwie Holz organisieren. Metal. Ich sehe ihn nicht, ne? Alter. Fiber. Schön ruhig bleiben, Beutel. Schön ruhig. Holst du dir das Metal? Wenn er dich sieht, müssen wir rennen, ne? Das ist dir klar. So, haben wir. Blaubeeren sind immer gut. So, schauen wir mal. Jetzt werden ja auch, es regnet ja theoretisch. Oh, hier ist noch mehr Metal. Müsste ja eigentlich unser Beet auch schön vorwärts gehen. Ich weiß nicht, inwiefern das im Spiel implementiert ist. Oh, hier ist ja überall Metal. Dass, wenn es regnet, das
sich eigentlich das Wasser auffüllen müsste im Beet. Weiß ich nicht, ob das so reinprogrammiert wurde. So, Baumlarven haben wir mittlerweile so viele. Schön gucken, nicht, dass da hier irgendwo rumstiefelt, der Burschi. Oh, zweimal Blaubeeren und einmal Streichhölzer, wunderbar. So, ich schätze mal, es wird auch demnächst dunkel werden. Das kann man jetzt hier bei dem Regen irgendwie nicht so klar erkennen. So. Unten ist noch eine Kiste, hier ist ein Wolf. Jetzt hat es aufgehört mit Schiffen, das ist super. Was noch ein Huhn. Aber wir haben, glaube ich, noch zwei Hühner im Inventar. Kiste ist wichtiger. Alles nehmen. Zack. Meine. Fiber. Und das Erz nehmen wir natürlich mit. Was ist das? Eine Art Kupfer, ne? Okay. Ja, das mit den Bären in der letzten Folge, das war ja ein Wahnsinnsabschluss. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der Typ mir hinterher schwimmen kann. Aber haben wir wieder was dazugelernt. Ich meine, klar, in der freien Natur kann ein Bär auch schwimmen. Die holen sich ja auch Lachs aus dem Wasser und so. Hier ist noch ein Fiber. Da ist ein Wolf, da ist ein Bär. Schön vorsichtig. Und ein Feibär. Was ist denn das dort? Ach, das ist ein Reh, alles klar. Hier ist eine Kiste, die holen wir uns. Alles nehmen. Ich habe hier gar nicht gecheckt. Gibt es denn hier sowas wie eine Uhrzeit? Ich sehe hier nicht. Hab einen Huhn gehört. Hier ist noch eine Blaubeere, super. Da ist das Huhn. Nehmen wir es mit. Da ist eine Kiste. Was ist das hier? Heilkräuter? Ach komm, wir nehmen das Huhn mit. Was wir haben, haben wir. Bleib mal stehen. Bleib stehen, genau. Yes. Ihr seht, ich werde immer besser. Da ist ein Wolf. Und hier ist noch so ein dicker Baum und hier ist eine Kiste. Nehmen wir alles mit. Also den Wolf natürlich nicht. Den würde ich gerne mitnehmen, wegen der Leber. Aber wie gesagt, das können wir jetzt noch nicht. Drüben ist er. Bleib schön fern. Wenn du mir nicht tust, tue ich dir auch nicht. Alles klar. Das haben wir. Wir können schon mal Fundament bauen. Wartet, wie viel habe ich? Eins. Eins, zwei, drei, vier wollten wir machen, ne? Dann können wir ja auch mal wegen Wänden gucken. So, ich werf mal einen Blick hier runter. Wir gehen langsam wieder Richtung nach Hause, würde ich sagen. Ich schätze mal, irgendwie wird es bald dunkel. Ist hier irgendwie das Erz? Nö. Nun gut. Unser Zuhause ist da. Vielleicht sind ja... Oh, hier ist Fiber. Vielleicht sind ja hier noch ein paar neue Kisten nachgespawnt. Wäre nicht schlecht. Ansonsten... Nehmen wir mit, was wir sehen. Da ist wieder ein Wolf. Er schnuppert uns schon. Aufpassen wegen dem Hunter. Der ist ja auch irgendwo, ne? Was haben wir hier? Kartoffeln oder sowas, ne? Ne, Möhren. Ne, Zwiebeln. Auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, Zwiebeln können wir erst was damit anfangen, wenn wir einen richtigen Herd gebaut haben und so. Da freue ich mich dann auch drauf. Machen wir uns eine schöne Zwiebelsuppe. So, jetzt müssen wir bloß hoffen, dass uns der Hunter nicht über den Weg läuft. Das wäre furchtbar ungünstig. Woran erkenne ich denn,
ganz dunkel wird. Das kann man doch theoretisch auch von der Sonne abhängig machen, ne? Blaubeeren, sauber. Also wenn man hier viel rumläuft und viel Zeug einsammelt, ist man eigentlich ernährungstechnisch immer versorgt, ne? Am Anfang habe ich mich ja da... Oh, da ist er. Der hat mich gesehen, der rennt. Oder? Leute, 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 jetzt muss ich aufpassen. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Der ist gerade dort vorne gerannt. Ihr habt es wahrscheinlich nicht gesehen, weil ich mich so schnell bewegt habe. Nicht wie Häme. Auf den habe ich jetzt keinen Bock. Der ist schießwütig. So, den Baum können wir noch abernten. Genau, es wird, glaube ich, langsam finster. Ja, das Fiber nehmen wir noch mit. Zack. Zack. Und den Baum hier noch. Läuft. Läuft, Leute. Und irgendwann muss ich diese Scheißvergiftung loswerden. So. Könnte ja mal so ein Gegenmittel in so einer Kiste sind, aber wenn, dann sind die wahrscheinlich in so Militärkisten, ne? Und dafür haben wir keinen Dietrich mehr. Dafür brauchen wir irgendwas. Da gucken wir gleich nochmal nach, was das speziell war. Okay. Schnell das Feuer ernähren. Ja, sieht noch gut aus. Hau rein. Was macht an sich? Ja, wir sind noch super aufgestellt. Gucken wir mal schnell hier rüber. Zack, ist vor meinen Augen ein Metal gespawnt. Das finde ich gut. Da vorne auch. Hier ist der Baum, den nehmen wir mit. Läuft der Laden. Läuft. So, zack. Vielleicht finden wir hier noch eine Kiste. Oh, guckt. Oh, Erz. Erzi, kommst du her? Das ist auch meines. Da ist ein Wolf, mit dem wir nichts zu tun haben. Okay, jetzt wird es eh dunkel. Jetzt gehen wir rüber und bauen an unserer Hütte weiter. Ich glaube, ich habe noch 2 Hühner im Inventar. 3 sogar. Ach, herrlich. Also für die Nacht sind wir versorgt. Wir haben Obst, wir haben Huhn, wir haben Holz. Läuft wie geschnürt. Wie am Schnürchen, sagt man, ne? Nicht wie geschnürt. Mittlerweile finde ich diesen Standort hier für unser Haus gar nicht mal so schlecht. Ich meine, um zu looten, muss man eh rumlaufen. Guck mal kurz unser Blumenbeet an. Wie es da so ausschaut. Wasser 25. Ja, da haut die Asche rein. Wir holen schnell Wasser. So viel Zeit haben wir noch. Zack. Und guckt mal, direkt an meinem Haus. Und aufgefüllt. Wollen wir gleich nochmal. Also anscheinend bringt Regen nichts. Aber nicht so wilde. Wir sind ja hier direkt am Wasser. Anders wäre es, wenn wir hier irgendwo sonst wo in der Pampa wären, wo kein Wasser in der Nähe ist und wir das dann immer dahin transportieren müssten.7 Tomaten am Start. Das ist doch super. So, jetzt holen wir noch einmal Wasser für uns zum Abkochen. Haben wir. Und dann bauen wir auch schon mal die nächsten Wände. Ich weiß nicht, wie das mit den Fenstern funktioniert. Ich glaube, die muss man einsetzen dann in die Wände, ne? Nehme ich mal an. So, passt auf. Wir brauchen Eiweiß in der Tat. Wir essen mal eine Blaubeere. Hauen das Wasser hier rüber. Zack, kochen. Schlachten. Und Rinde hauen. Okay, die Fundamente haben wir bereit. Auf die Maserung achten, genau. Das
So. Zack, zack. Und jetzt ist allerdings ungünstig, weil jetzt könnten die Wölfe nämlich tatsächlich auch hier hochkommen. Na, wir gucken mal. Wieso habe ich denn jetzt noch ein Fundament? Das ist ja blöd. Wir bauen noch eine Holzwand. Es fehlt uns wieder Bretter. Alles klar, dann müssen wir danach noch Bretter bauen. Wo sind die Bretter? Hier. Ja, ich würde sagen, so reicht es dann auch von der Größe her. Finde ich okay, soweit. Zack. Jetzt sind wir schon mal relativ safe. Dann machen wir hier die Eingangstür rein. Ja, doch, das gefällt mir. Hier die Eingangstür rein. Und dann versuchen wir noch irgendwie eine zweite Etage drauf zu bauen. Das läuft. Jetzt ist die Frage. Brauchen wir denn für die... brauchen wir denn einen Türrahmen? Guck mal, ich guck mal hier rein, ob es hier irgendwie eine Art Türrahmen gibt. Sieht nicht so aus. Ein Kühlschrank wäre sinnvoll, weil damit uns das Fleisch nicht mehr vergammelt. Aber dafür brauchen wir auch Strom ohne Ende. Ach so, hatte ich hier nicht. Ah, jetzt ist es wieder verbrannt. Ich dussel. Mann, 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 ey. Schlachten. Nochmal. Jetzt müssen wir aufpassen, dass das nicht nochmal passiert. Ach, ist das immer ein Ärger. So, das können wir ja reinhauen. Blaubeeren hauen wir nochmal immer rein. Den Rest hier rüber. Die Larven auch hier rüber. Heilkräuter, Federn. Biokraftstoff, den könnten wir ja theoretisch auch. Weiß nicht, ob das Obst vergammelt. Das ist mir noch ein Rätsel ein bisschen. So. Was haben wir hier für Samen? Tomatensamen, sehr gut. Können wir gleich draußen reinhauen. Medium. Ja, wir warten jetzt lieber. Ich habe keinen Bock nochmal, dass uns das verbrennt. Schlachten. So. Okay, ist fertig. Ja, essen. So, die Tomatensamen, die haben wir gleich hier mit rein. Ja, jetzt frierst du ein bisschen. Zack. Ja, cool. Läuft doch langsam. Bretter, wir brauchen mehr Bretter. Hey, ruhig her. Das ist halt geil, dass man sowas nachts machen kann, ne? Okay, das ist Medium. Ja, wartet mal, ich bringe hier mal ein bisschen Ordnung rein. Die Erze hier oben. Munition machen wir einfach hier unten. Genau, so. Jetzt ist das Ding rausgeholt. Das ist gleich fertig, ne? Komm, mache fertig. Okay. Das essen wir auch noch. Zack, die Asche nehmen wir raus. Und hauen die gleich mal hier in den Blumenkasten. Ja, du wirst. Ist doch gut, ist doch gut. So, voll. Voll mit Wasser, voll mit Dünger. Es gibt wohl, glaube ich, auch noch besseren Dünger. Später mal. So, nochmal in die Kiste gucken. Wir brauchen hier ein bisschen Ordnung, Mister. So, da würde ich sagen, machen wir hier so die ganzen Holzgeschichten hin, in die zweite Etage. Hier so die ganzen Metall- und Elektrodinger. Was haben wir hier? Feuerstarter-Kit. Ja, gut, lass das hier unten, das ist okay. Sehnen, das ist natürlich auch geil. Genau, hier haben wir die ganzen Nägel hin. Achso, die lassen wir mal im Inventar, weil wir müssen ja gleich bauen. So, Muni hier runter. Genau, das da drauf. Das da drauf. Patronen hier hin. Streichhölzer machen wir auch mit hier hin. Ah, Kupfererz. Super. Und Fasern machen wir auch hier mit in die Holzecke. Na, seht ihr, läuft doch. Läuft doch langsam. Was waren das hier? Waffenteile. Ah ja, na dann machen wir später mal noch eine extra Kiste nur mit Waffenteilen und Munition. Jetzt momentan brauchen wir das allerdings noch nicht. Ah, wir können wieder unendlich viele Pfeile craften. Das könnte man ja theoretisch auch schon mal machen. Was war, wie war das?
Pfeile brauchen wir, Stöcke und Federn. Na dann, hol die Federn raus, hol die Stöcke raus. Und mache dir Pfeile, so viel du kannst. Gut, das sollte reichen. Dann baust du noch hinterher ein paar Stöcke. Alles klar. Jetzt müssen wir einfach nur warten. Cool, es wird langsam. Es entwickelt sich. Bau gleich noch die Tür. Lassen wir das hier schön durchlaufen. Wir sind bei 20 Minuten. Trinken einen Schluck. Essen mal eine Blaubeere. Ja, super. Echt super. Warte mal, die Stoffe tue ich mal hier runter, damit wir die im Blick haben. Das hier auch. Dann hauen wir hier oben. Genau, da machen wir hier auch ein bisschen Ordnung in der Zeit. Was ist das hier? Verdorbenes Fleisch. Das hauen wir auch hier runter. So, Medizinzeug. Was ist das? Heilkräuter. Und was war das hier? Seegras. Okay, passt mal auf. Also wie gesagt, so essbares Zeug hier hoch. Fett. Warte mal, kann ich denn Fett hier drinnen nicht machen? Und daraus Biokraftstoff gewinnen? Warte mal, geht das? Nee. Braucht wahrscheinlich noch irgendwas anderes. So, dann haben wir hier die Samen hin. Haben wir so eine kleine Grundordnung, ne? Hier oben Essbares, dann kommen Samen. Hier unten so ein bisschen das tierische Zeug. Ja, ist jetzt nicht so die super Ordnung, aber läuft. Ist okay. Ist okay. So, wird's denn bald wieder hell? Okay, Bretter laufen auch durch. Ach nee, das waren Pfeile. Haha. Oder ich mache mir noch ein Fundament, so als Eingangsbereich. Wartet mal. Sieht das? Nee, das sieht scheiße aus. Okay, dann lassen wir es weg. Mach's einfach weg. Das legen wir eine Weile mal hier mit rein. Genau. Jetzt wird es auch wieder hell. Super. Und wir liegen gut in der Zeit. Und dann gleich noch ein bisschen looten. Wie baut man denn Munition? Was brauchen wir denn dafür? Waffen, meinte ich natürlich. Eine 9mm Pistole. Ach, guck mal, da haben wir alles da. Ich weiß zwar nicht, wofür man dafür Bretter bräuchte. Für so eine Knarre, aber... Ja, guckt mal, für die Schrotflinte haben wir ja auch alles da. Das Gewehr... Was ist denn das hier? Eisenfragmente. Hm, genau, die Eisenfragmente war, glaube ich, auch das, wofür... was wir brauchen, um den Dietrich herzustellen. Eisenfragmente. Keine Ahnung, wie man Eisenfragmente herstellt. Wartet mal, das steht doch bestimmt da. Oder ist das vielleicht sogar hier? Eisenerz kann zu reinen Eisen veredelt werden. Da brauchen wir aber wahrscheinlich irgendeine Veredelungsmaschine. Mal kurz gucken. Eine Werkbank. Ermöglicht die Herstellung von Munition und Baustoffen und die Aufwertung von Waffen. Da brauchen wir Bretter, elektronische Bauteile und das Zeug. Haben wir ja eigentlich alles da. Wollen wir die uns mal bauen? Komm, das machen wir. Also, das hier und das hier. Werkbank brauchen wir früher oder später, ey. So. Herstellen. Achso, geht nicht, weil nicht genug Strom da ist. Aha. Alles klar. Gut, dann können wir das jetzt doch noch nicht bauen. Dann müssen wir zusehen, wie wir in Zukunft an Strom rankommen. Mach mal die Waffenteile hier hinter. Oder mach die mal mit hier runter, genau. Na gut, dann ist das jetzt so. Dann gehen wir nochmal auf Loot-Tour. Jetzt ist ja gleich warm. Wie weit bist du hier mit dem ganzen Hergestelle? Können wir jetzt mal eine Tür bauen. Herstellen. Mal gucken. Die kommt natürlich mittig. Gleich fertig, Leute. Gleich fertig. Bin gespannt. Da ist er. Aha.
geht denn das? So kann ich die nicht setzen. Okay, Leute, da brauche ich eure Hilfe. Anscheinend braucht man da doch einen Türrahmen. Aber wo baut man denn hier einen Türrahmen? Wo ist gebaut? Hm. Kann ich jetzt hier nirgendwo entdecken. Aber ich krieg sie hoch. Krieg sie auch nirgendwo. Nehmen wir mal an, wir haben müssen das hier reinbauen. In so eine... Ne, das geht auch nicht. Vielleicht braucht die dann irgendwie ein Dach oder so. Leute, ich weiß es nicht. Fakt ist, wir können sie erstmal hier reinlegen. Because wir können nichts machen. Okay, Pfeile haben wir jetzt erstmal echt viele. Woran hat es da jetzt gescheitert, dass er nicht weiterbaut? Wartet mal. Munition, Pfeile. 1, 2, 3. So. Achso, der steht ja immer 2 her. Egal. Passt auf, wir gehen erstmal wieder looten. Und ihr müsst mir dann mal in den Kommentaren ein paar Tipps schreiben bezüglich des Bausystems. Warum ich jetzt keine Tür einsetzen kann. Etc. Wo ist hier der Bär? Ich habe ihn noch vorhin gesehen. Bist du hier, Bär? Da hinten bist du, ne? Ah, ja, ja, ja. Mit dir will ich nicht nochmal irgendwie. Du bist böse. Du kaschst mich sogar im Wasser. Naja, da machen wir jetzt noch eine kleine Lootrunde, sind dann für die nächste Folge perfekt vorbereitet. Und ich kann dann auch wieder auf eure Kommentare eingehen. So, was haben wir hier? Häsle. Ah, jetzt ist es weggehoppelt. Nägel, sehr gut. Also, Thema Strom, Thema Tür. Wir werden sehen, wie wir das alles hinkriegen. Das ist eine Kiste, nehmen wir mit. Komm, lass mal Gegengift drin sein. Nö, Essen. Essen ist auch okay. Hab ich ja nichts dagegen. Ich glaube, die Riegel, die vergammeln noch nicht. Das ist gutes Eiweiß für die Zukunft. Oh, da ist ein Bär. Ist auch gutes Eiweiß für die Zukunft, aber momentan nicht. Da ist ein Wolf. Okay, wird, glaube ich, Zeit, dass wir uns einfach eine Pistole machen. Also für das Gewehr habe ich noch nicht das nötige Zeug. Dieses kleingemachte Eisen oder wie das hieß. Eisenfragmente. Ah, die kann ich nicht. Da brauche ich einen Dietrich. Da ist noch eine Kiste. Aber ich könnte mir im Prinzip eine Pistole craften. Ach ne, das war keine Kiste, das war Eisen. Auch nicht schlecht. Nehmen wir mit. Hier ist noch eine Medizin. Komm, lass mal Gegengift jetzt drin sein. Verdammt. Nee, auch nicht. Na gut. Jetzt hier hochgucken. Ja, ist jetzt erstmal doch da. Ist noch eine Kiste. Na? Das ist auf jeden Fall wegen Puma. Das sind sogar 2 Kisten. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal eine Pistole, dass wir einfach endlich mal wieder einen Wolf schießen können. Kann ich die jetzt hier schon so aus dem Inventar? Da fehlen noch Metallteile, vielleicht finden wir hier noch welche. Dann erlegen wir mal einen Wolf, wir brauchen diese Leber. Die ist wichtig. Ansonsten haben wir ja genug zu Hause. War es das jetzt? War es das jetzt? Ne, noch eins. Ach, in ein so einem dicken T-Stück steckt immer bloß ein Metall drin. Na ja, gut. Da wissen wir schon mal Bescheid. Zack. Haben wir. Da vorne ist es. Da vorne ist das letzte Metall. Dann können wir uns die Knarre wieder herstellen. Oh, hier Moorrübe. Sehr gut. Schöne Möhre. Und Knarre bauen. Herstellen. Läuft, Leute.
Können wir uns gleich mal am Wolf probieren. Wenn wir genug Munition einstecken haben. Das ist auch noch so eine Sache, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Und Seegras brauchen wir, glaube ich, nochmal, ne? Aber das findet man ja alles. So, die Knarre ist fertig. Mal nachladen. Wie viele Schuss sind drin? 2. Ne, das reicht natürlich nicht. Das heißt, wir müssen nach Hause und Munition einstecken und auf Wolfsjagd gehen. Haben wir noch so viel Zeit, Leute? So viel Zeit haben wir noch, oder? Das wollen wir heute in der Folge noch erleben. Ist natürlich auch die Sache, ob wir dann tatsächlich dort eine Leber rausbekommen. Bei meinem ersten Wolf kam nämlich auch keine Leber raus. Falls ihr euch remembert. Bleibt mal stehen, genau. Na, ist sinnlos, aber der Pfeil ist noch ganz. Gucken wir wieder her. Oh, da ist eine Kiste. Und da ist Metall. Und da ist Erz. Und da ist Fiber. Mensch, das ist ja eine Wunderinsel hier. Blaubeeren, Metall, super. So wünsche ich mir das. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Kupfer mit. So, Fiber. Und was ist das dort? Irgendwas. Warte. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch im Gebüsche. Na, jetzt bewegt es sich. Ja, der Fall ist kaputt gegangen. Schade, schade. Dann eben ohne Huhn. Das nehmen wir noch mit. Man entdeckt hier immer so viel, man kommt gar nicht zu dem, was man eigentlich vorhat. So, ein Pfeil. Haben wir quasi den Pfeil, den man gerade kaputt gemacht hat. Haben wir wiederbekommen. Fiber und noch ein dicker Baum. Man kann sich ja so schnell ablenken, das ist herrlich. Okay, Fiber eingesammelt und ab nach Hause Munition aufstocken und schnell einen Wolf gekillt, wenn wir es hinbekommen. Ich sehe mich schon wieder scheitern. Was ist das hier? Nimm das mit. Heilkräuter. Heilkräuter, immer gut. Hier ist noch... Vielleicht haben wir ja endlich mal Glück. Ah ne, das ist eine Munitionskiste, ne? Ja, mal das mal so ein Gegenmittel einfach. Ach, du blödes Huhn, haut doch nicht immer ab. In so einer Medizinkiste drin ist. Aber so viel Glück haben wir einfach nicht. Ist aber nicht schlimm. So. Wer sich noch erinnern kann, diese Vergiftung, die habe ich mir zugezogen, weil ich medium gegartes Huhn gegessen habe. So, kurz hier nach Holz schauen. Da muss was rein. Zack. Läuft. Munition. 24 Schuss. Das sieht gut aus. Die Knarre in die Hand. Nachladen. Und wir gehen mal auf Wolfsjagd. Sehen wir hier gleich ein? Ja, nicht wirklich, ne? Aber hier drüben rennen ja eigentlich immer welche rum. Ich hoffe, er erwischt uns nicht blöd. Ich wette mit euch, jetzt taucht hier keiner auf. Wenn man mal einen Wolf braucht, ist keiner zu sehen. Oh, sehr gut. Apfel und... Oh, nee, Bär, nee, du nicht. Du nicht. Ich will erstmal einen Wolf. Du kommst später dran, wenn wir ein bisschen besser ausgerüstet sind. Das ist ja kein Wolf oder was, ey. War so klar, Leute. Den Baum lasse ich jetzt mal stehen. Ich will jetzt einen Wolf. Findet sich keiner. Wert bekloppt. Da ist irgendwo der Hunter, pass auf. Da ist ein Wolf. Aber da ist auch der Hunter in der Nähe. Ach, Leute. Naja, gut, dann verschiebt man das einfach auf nächste Folge.
Und bis dahin habe ich eure ganzen Tipps wahrnehmen können. Und kann die dann ins Let's Play, in die nächste Folge einfach mit einbauen. Da freue ich mich besonders drauf. Ist kein Wolf, ne? Doch immer ein Wolf. Heute nicht. Wenn man mal einen Wolf braucht, ist keiner da. Dafür haben wir hier Fiber und Heilkräuter. Da ist einer. Und zweimal Fiber. Die Frage ist, kriegen wir den down? Oh oh, nachladen. Ich habe keinen Verband. Ich muss mich schnell verbinden. Wartet mal. Ah, das wird nicht. Alles nehmen. Jetzt werde ich... Ja, okay. Ha! Passt auf, ich loote mich noch schnell. Das ist natürlich wieder blöd gelaufen. Ach nee, ich respawn ja sonst wo. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da hole ich mir mein Loot. Da war jetzt auch Leber dabei. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Blöderweise jetzt schon die zweite hintereinander, wo ich gestorben bin am Ende, aber alles nicht so wild. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt schön in die Kommentare und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dahin. Ciao.